vorhast, dir einen neuen Sichtschutzzaun aufzustellen an einer Stelle, die besonders windanfällig ist, dann ist es sinnvoll, die Pfosten zusätzlich mit unserem Kyrill-Sturmankern zu stabilisieren. Um den Kyrill-Sturmanker jetzt an diesem Pfosten zu befestigen, brauchen wir drei Schrauben, zwei für den Pfosten und einen für den Boden. Beim Pfosten nehmen wir selbstschneidende Holzschrauben in diesem Fall, dann brauchen wir nicht vorbohren. Je nach Material und Schraube ist das natürlich unterschiedlich. Im Boden werden wir vorbohren und einen Dübel einsetzen, um dann von oben aufzuschrauben. Das Loch im Boden ist mit Dübel vorbereitet, der Anker ist in Position, jetzt können wir ihn festschrauben.